schreiben. Trotzdem nicht. Ja. Weil der will. Muss ich meinen mein ein Veto. Was anderes Vorstandsland und Bundesland, bitte. Genau sowas. Zwei oder vier und so. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier in der Eissporthalle Altenau ganz herzlich willkommen heißen. Sie sehen hinter mir das große Bügeleisen, immerhin schon ein Riesengerät, aber noch nicht olympisch, denn das ist die neue Sportart, die junge Sportart im Harz, das Setzbügeleisen Eisschießen. Wir freuen uns natürlich, dass Sie jetzt diesen Bericht sich ansehen und wir würden Sie gern dann bei uns in einer der 5 Kurverwaltungen bei den Oberharzern begrüßen und Ihnen noch mehr zu unserem Freizeitangeboten mitteilen. So sind wir hier in der Freizeitanlage Altenau mit dem Hallenwellenbad und der Eissportanlage und wir können von hier aus natürlich im Rahmenprogramm auch noch verschiedene Einrichtungen besuchen, so das Besucherbergwerk, den 19 Lachterstollen in Wildemann. Aber das Ganze erleben Sie dann, wenn Sie einmal hier zu uns vor Ort kommen. Diese Meisterschaft ist nicht die letzte. Wir werden also ständig mit dem Bügeleisen noch Meisterschaften durchspielen. Wir haben unter anderem auch in Sommer- und Stadtfesten die Möglichkeit, auf Asphalt zu schießen. Denn nicht nur die Stockschützen benutzen eine Asphaltbahn, auch wir benutzen diese Asphaltbahnen, um mit dem Bügeleisen fit zu sein, vielleicht für die nächste deutsche Meisterschaft Ende Februar 1999, wo wir Sie dann gern hier willkommen heißen würden, hier in der Eissporthalle Altenau. Dankeschön. So, ich darf jetzt kurz nochmal das Setzbügeleisen in seiner Regel vorstellen. Die Bügeleisen müssen herkömmliche Bügeleisen sein, dürfen also keine Nachbauten. Sie sehen hier und überall, das sind ganz normal alte Bügeleisen. Die werden aus 18,5 Meter Entfernung hier auf diese 5 Hölzer geschossen. Die Hölzer, das sind grün, weiß und rot, das sind die Farben der Bergstadt Wildemann. Grün bringt 6 Punkte, weiß 8, rot 10 Punkte. Das getroffene Holz mit den meisten Punkten wird dann gewertet. Die Wertungsrichter sehen das sehr genau. Das Eisen darf auf dem Weg von der Abspielstelle bis zum Kegel darf das Eisen nicht kippen, also nicht mit dem Bügel das Eis berühren. Denn wenn das geschieht, wird das Eisen als ungültig gewertet. Die Eisen selbst dürfen auch nur mit der Spitze nach vorne gespielt werden. Auch wenn sie sich unterwegs drehen sollten, werden sie dennoch in die Wertung genommen. Nur nicht, wenn die Eisen kippen und den Bügel berühren. Die gesamte Punktzahl wird dann ausgewertet und aus dem Gesamtergebnis werden dann die 32 Besten ins Finale genommen. Das Finale heißt Halbfinale 32, Viertelfinale 16 Teilnehmer und dann im Endfinale spielen 8 Besten um den Titel Deutscher Meister. Thank you.
noch hin hier. Ich bin nur